Liebe Anlegerin, lieber Anleger, abgelenkt vom klassischen Konflikt Amerika gegen Russland konnte China lange Zeit sein eigenes neutrales Süppchen kochen, von beiden Seiten profitieren, ohne sich irgendwie großartig einzubringen. Auf der einen Seite war man mit den Russen befreundet gegen den Erzrivalen USA. Das hielt aber andererseits die Chinesen überhaupt nicht davon ab, mit dem Klassenfeind beste Handelsgeschäfte zu machen. Aber jetzt, wo Putin in der Ukraine einmarschiert ist, kommt es zum Schwur. Diese lässige Haltung, diese neutrale Haltung, kann jetzt China als auch großer wirtschaftspolitischer Drache nicht mehr aufrechterhalten. Es kann sich nicht vornehm zurückhalten wie ein Panda. Es muss Verantwortung übernehmen, sonst wird es selbst zur Verantwortung gezogen. Denn, meine Damen und Herren, das, was in der Ukraine passiert, da kann niemand sagen, das haben wir nicht gewusst, das sehen wir nicht. Amerika sorgte sehr sorgsam dafür und hat Spaß dabei, diese Bilder auch weltweit zu vertreiben, damit es auch jeder weiß. Und wenn dann China mit Russland befreundet ist, macht man sich ja schon mal per se verdächtig. Und mittlerweile hört man ja auch von asiatischen Ländern, die ja sehr stark Geschäfte mit den Chinesen machen, auch hinter vorgehaltene Hand schon ein Unwohlsein, was die Chinesen da gemeinsam mit den Russen machen, dass sie da nicht mal intervenieren. Und das kann den Chinesen ja grundsätzlich gar nicht schmecken. Aber auch grundsätzlich, was finanzwirtschaftlich und wirtschaftspolitische Fragen angeht, da kommt ja auch Ungemach auf die Chinesen zu, beziehungsweise ist ja schon da. Sind wir ehrlich, im Augenblick werden ja chinesische Aktien von der westlichen Welt gemieden, wie der Teufel das Weihwasser meidet. Sie sind geächtet wie Robin Hood im Sherwood Forest, zum besten Zeiten, den Zeiten des Sheriff von Nottinghams. Da will man im Augenblick nicht ran. Und genau diese Probleme, die China ja auch hat, dass man wieder die Mauern hochzieht, dass man keine vernünftigen Informationen an die Außenwelt gibt, dass man gar nicht weiß, wo die Großkopferten der Hightech-Branche sind. Wann haben Sie das letzte Mal Jack Ma gesehen? Also ich habe zwei Bildschirme bei mir im Büro, ich sehe ihn nicht mehr. Ist er im Sabbatical? All das sind unsicher, wo man ja in einer sowieso risikoaversen Welt sagt, dann lieber die Finger weglassen von China. Dann aber auch rein wirtschaftspolitisch hat das ja auch Konsequenzen, wenn China meint, weiterhin Russland da irgendwie stützen zu müssen, meine Damen und Herren. Denn man weiß ja ganz klar, der Exportstatus der Chinesen, Weltmeisterstatus, geht ja auch darauf zurück, dass man beste Geschäfte mit Europa und USA macht. Will man sich da aufgrund einer Freundschaft mit den Russen denn davon verabschieden? Will man den Westen sich zum wirtschaftspolitischen Feind machen? Sanktionen dann auch gegen das eigene Land verhängt bekommen? Sicherlich nicht. Ohnehin muss man ja sagen, Russen und Chinesen, das sind doch keine Freunde. Okay, die halten jetzt mal zusammen. Gehen die Amerikaner vielleicht? Ideologisch betrachtet, aber das Verhältnis ist doch keine Liebesbeziehung. Wie kann man es vergleichen? Ja, vielleicht mit der Beziehung eines Schwiegersohns zu seiner Schwiegermutter. Man hält da mal zusammen, aber wahre Liebe? Ist nicht. Das sehe ich da überhaupt nicht. Da hat man zu viele auch historische Konflikte miteinander ausgefochten. Also das sollten die Chinesen immer sehr schön vor Augen führen. Und die Sanktionen könnten ja auf China, wie gesagt, sehr stark zurückfallen. Man hat ja drei Ansatzpunkte. Man hat ja sehr starkes Kreditgeschäft mit den Russen. China ist der größte Kreditgeber der Russen mit fast 100 Milliarden. Die sind abgesichert mit zukünftigen Öl- und Gaslieferungen. Und die Russen haben viele Devisenreserven mittlerweile in chinesischen Yuan angelegt. Also drei Ansatzpunkte, wo man ja sagen kann, die Chinesen untergraben die Sanktionen gegen Russland. Also muss man sie eben auch sehr stark heranziehen. Und dann der Blick auf die Binnenkultur in China. Die läuft doch nicht rund, das kann doch keiner behaupten. Die Null-Covid-Strategie tut den Chinesen richtig weh. Und die Immobilienkrise, die ist nicht vorbei. Wenn man gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass die Immobilienkrise in China vorbei ist, dann kann ich sagen, so wahrscheinlich wie unkrautfreie Streuobstwiesen. Da glaubt auch keiner dran. Also wenn man es alles zusammennimmt, meine Damen und Herren, dann ist China gut beraten, seine starke wirtschaftspolitische Position einzusetzen, sanften Druck mindestens auf Putin auszuüben, damit es einen Waffenstillstand gibt, damit es Normalisierungstendenzen gibt. Natürlich, wenn die Chinesen nicht die besten Freunde des Westens werden, aber darum geht es gar nicht. Es reicht, wenn China einfach begreift, ich muss jetzt geopolitische Verantwortung übernehmen, sonst bekomme ich selbst Probleme, werde ich selbst zur Verantwortung gezogen. Und wenn China das hinbekommen sollte, positive geopolitische Verantwortung zu tragen, dann sieht es an Aktienmärkten, Finanzmärkten wieder besser aus, da können auch Rohstoffpreise, kann das alles wieder sich normalisieren. Also von daher, China im eigenen Interesse, tu was, von mir aus Glück auf nach Peking.
Thank you.